Einen wunderschönen guten Morgen aus der Bellmann-Halle. Heute habe ich euch ein Training vorbereitet mit dem Airbag Pad Balance. Dazu braucht ihr, wenn ihr zu Hause mitmacht, eine aufgerollte Matte oder ein Sofakissen oder wenn ihr habt, eine Wärmflasche mit ein bisschen Wasser drin, damit es ein bisschen instabil ist. Okay, schön, dass ihr dabei seid, dann fangen wir jetzt an. Wir stellen uns mittelhüftbreit auf, atmen tief ein und aus. Wir halten wie marschieren. Auf rechts. So, die aufgerollte Matte liegt vor euch oder auch was ihr gerade dabei habt, was für euch instabil ist. So, wir wollen uns ein bisschen aufwärmen. Schulter hoch tief. Rückreisen, Ellbogen nach hinten, und die Arme kreisen. Wir ziehen die Schulter vor, rück, rück. Vor. Knie nach oben. Ferse vor. Knie nach oben. Knie lift. Zweimal die Ferse vor. Zweimal Knie lift. Vor. Knie lift. Seite. Langstück. Seite. Langstück. Seite zweimal. Lunge. Noch einmal. Wir marschieren. Vier Schritte auf der Stelle, vier Schritte geöffnet. Vier Schritte auf der Stelle, vier geöffnet. Genau. Letzte Mal. So, wir kommen zur Mitte, Kick up. Ganz locker. Und Kick, Kick, Kick. Sehr schön. Noch vier, noch drei. Und locker. So, jetzt beziehen wir schon unser Kleingerät mit ein, in diesem Falle bei mir das Airbag Pad. Wir gehen mit rechts hoch und rück, rück. Schön nach oben steigen und ihr setzt bitte den ganzen Fuß auf das Airbag Pad oder auf eure aufgerollte Matte. Und wenn ihr kein Hilfsmittel habt, dann ist es auch okay. Okay, wir wechseln zur linken Seite. Mit links nach oben. Die Arme gehen immer locker mit, wie beim Walken oder beim Joggen. Sehr gut. So, zweimal noch. Wir gehen auf rechts und wechseln jeweils immer rechts und links.
Fuß rein, Rücken ins Bett. Wer das ein bisschen intensiver haben möchte, kann einen kleinen Sprung setzen. Schön Bauchspannung. Genau, sehr schön. Wir marschieren. Oben auf. So, schön den Fuß abrollen. Jetzt geht es zur rechten und zur linken Seite. Genau. Sehr schön. So, wir bleiben jetzt oben, marschieren oben und setzen einen kleinen Squat rechts und links. Genau. Diesen Schritt setzen wir jetzt zur Seite, rechts, links. Und jetzt geht er nach hinten. Leicht beide Knie beugen. Genau. Das machen wir noch viermal. Zweimal. Rechts. Links. Nach hinten. Nochmal rechts. Hinten. Einmal noch. Nach hinten. Und wir halten. Wir steigen einmal ab. Lockern aus. So, jetzt sind wir ein bisschen aufgewärmt. Und wir beginnen jetzt mit der ersten Übung. Der rechte Fuß ist oben aufgesetzt. Das Gewicht ist oben. Hinten steht der Ballen und wir tippen. Tipp. Genau. Sehr gut. Achtet bitte darauf, dass das Standbein, in diesem Falle das rechte Bein, gebeugt bleibt. Hinten immer nur den Ballen aufsetzen. Tipp. Tipp oben. Tipp hinten. Tipp. 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 Sehr schön. Tipp. 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 So. Jetzt kommt das Knie nach oben hoch. Hoch. Das Knie nach oben. Hoch und rück. Hoch und rück. Hoch und rück. Hoch. Ja. Hoch. Ziehen. Jetzt halten wir oben. Oben halten. Ups. So, öffnet. Und zieht die Arme nach hinten. Zieh. Konzentration. Sehr schön. Zieh, 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 zieh. Noch vier, drei, zwei und stopp. Einmal absteigen, die Beine ausschütteln. Und jetzt wechseln wir bitte die Seite. Wir stellen das den linken Fuß mittig auf das Pad. Tipp. Standbein ist gebeugt. Tipp. Immer nur auftippen, ne? Tipp. Tipp, 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 genau. Sehr schön. Tipp vor, tipp rück, tipp vor und rück. Vor, vor. Hoch, ja, zieh,
Einmal. Und jetzt geht das Knie nach oben. Hoch. Und nur hinten den Ball auftippen. Kein Gewicht. Nach hinten setzen. Das Gewicht bleibt vorn. Ja. Sehr schön. Hoch und rück. 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 So, wir halten das Knie oben. Konzentration. Arme nach hinten. Und jetzt gebt ihr leichten Input. Der Arme nach hinten. Sehr schön. Weiter atmen, nicht die Luft anhalten. Hoppala. Vier. Drei. Zwei. Und stopp. Schüttelt die Beine aus. Arme auslockern. So, jetzt wechseln wir wieder die Seite. Jetzt kommt das rechte Bein wieder oben auf. Und das linke Bein oder beziehungsweise der Großzeh steht links. Jetzt geht es. Tipp. Die rechte Hand tippt an die linke Ferse und wir setzen immer nur den Großzeh auf. Das bedeutet, das Gewicht bleibt auf rechts. Auch hier ist das Standbein leicht gebeugt. Hoch. Hoch. Zieh. Ja, genau. Tipp, 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 tipp. Hoch, hoch, ziehen. Und jetzt halten wir hier. Wir lösen jetzt den linken Großzeh. Versuchen die Balance zu halten. Handfläche zeigt nach unten. Wir geben noch einen Input. Sehr schön. Zieh, zieh, zieh. Tipp, 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 tipp. Vier, drei, zwei und stopp. Sehr schön. Sehr, sehr kippelig und wackelig. Ihr werdet es zu Hause spüren. Wir wechseln die Seite. Linke Fuß steht direkt auf dem Pad. Arme gehen in die Seite. Der rechte Großzeh ist aufgesetzt und jetzt geht es. Hoch, tipp, hoch, tipp, hoch und tipp. Genau. Und tipp. Und tipp. Auch hier ist das Standbein gebeugt. Balance halten. Die linke Hand tippt an die rechte Ferse. Hopp. Tipp. Körperspannung. Und immer schön die Ferse berühren, ne? Genau. Tipp. 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 Einmal noch. Hier halten. Wir lösen. Den linken, rechten Großzeh, Handkanten sind aufgestellt. Und jetzt arbeiten die Arme gegengleich. Jawohl. Körperspannung. Haltet. Sehr schön. Weiter geht's. Tipp, tipp, tipp. Ja. Noch vier, drei, zwei und stopp. Cool. Sehr schön. Arme, Beine ausgeschüttelt. Schön locker. So, jetzt gibt es eine Einheit, das ist für die, die einen kleinen Sprung setzen können. Da arbeiten wir diese Übung. Rechts ist erstmal oben, linke Ballen steht hinten. Wer nicht springen möchte, der bekommt von mir gleich eine Alternative. Es geht. Immer schön mit gebeugtem Knie.
nicht springen möchte, der geht. Eins, zwei, drei, hoch. Eins, zwei, drei, hoch. Eins, zwei, drei, hoch. Eins, zwei, drei, hoch. Eins, zwei, drei, kommt 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 hoch. Eins, zwei, drei. Und wer springen möchte? Genau. Die Beine stehen hintereinander,
so dass der, in diesem Falle der linke Großzeh die rechte Ferse berührt. Die Arme sind im 90-Grad-Winkel, Knie leicht eingebeugt. So, diese Position ist schon recht kippelig. Jetzt bewege ich mich langsam zur rechten Seite. Komme wieder zurück. Ich bewege mich langsam zur rechten Seite. Und komme wieder zurück. Und wenn die Füße sich mal ein bisschen verrutschen, bitte korrigiert die Ausgangsposition. Langsam zur rechten Seite. Und wieder zurück. Langsam zur rechten Seite. Und wieder zurück. Genau, Ellbogen und Schulter haben eine Höhe. Letzte Mal. Wir ziehen. Kommen zur Mitte. Und einmal locker lassen. Einmal die Beine ausschütteln, vor allen Dingen die Füße lockern. Dann wechseln wir die Position. Der linke Großzeh steht vorne. Der rechte Großzeh berührt die linke Ferse. Arme 90 Grad Winkel, Knie leicht eingebeugt. Jetzt geht es zur linken Seite und er kommt wieder zurück. Zieht zur linken Seite und kommt wieder zurück. Genau. Linke Seite und in die Ausgangsposition. Linke Seite und vor. Linke Seite und vor. Genau, das macht ihr gut. Seit und vor. Muss immer wieder die Füße korrigieren. Seit. Kommt, einmal schaffen wir noch. Seit und vor. Und locker lassen. Einmal ausgeschüttelt bitte. So, die nächste Übung ist ausschließlich eine Balanceübung. Ich zeige die von der Seite. Hab bitte den rechten Fuß oben. Das linke Bein ist gestreckt. Die Arme gehen über Kopf. Und ihr löst jetzt hinten den Fuß und versucht, das gestreckte Bein weit nach oben zu bekommen. Uiuiui, das ist kippelig. Muskulatur. Sehr schön, wir wechseln. Linke Fuß ist oben. Arme gehen über die Seite. Und jetzt löst ihr den rechten Fuß und das Bein gestreckt nach oben bringen. Tief ein- und ausatmen. Und locker. Ja, das war richtig kippelig. Sehr schön. So, jetzt kommt noch eine kleine Kräftigung. Wir stellen beide Füße oben auf. Und gehen langsam runter in die Hocke. So, jetzt lösen wir bitte beide Fersen. Arme lang, der Kopf arbeitet in Verlängerung der Wirbelsäule. So, wir gehen schön tief, Beine sind hüftbreit auseinander. Arme gestreckt, Handfläche in Richtung Waden, Hände in Spannung. So, haltet die Position,
ein- und ausgeatmet. Weiter, weiter, weiter. Ziehen, ziehen, ziehen. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Und stopp. Sehr schön. Ja, nimmst einmal ein bisschen Luft unter meine Brille lassen. Die Brille beschlägt. Arme, Beine ausgeschüttelt. Wir gehen jetzt langsam runter auf die Matte. Ich lege mal die Matte quer. Könnt ihr es besser sehen? So. Ich setze das rechte Knie auf das Pad. Genau. Achtet darauf, dass das Bein, das rechte genau unter dem Hüftgelenk steht. Und jetzt löst ihr langsam das linke Bein gestreckt. So, wenn ihr diese Position habt, streckt ihr bitte den rechten Arm nach vorn und löst den rechten Standfuß. Haltet die Position. Atme tief ein und aus. Genau. Weiter. Und locker lassen. Ganz rund werden. Kinn auf die Brust. Und dann wechselt ihr die Seite. Linke Bein, rechte Bein gestreckt. Jetzt streckt ihr den linken Arm nach vorn und löst den linken Standfuß. Schön die Balance halten. Tief ein- und ausatmen. Weiter atmen, nicht die Luft anhalten. Und locker lassen. Einmal in die Entspannung. Perfekt. Jetzt kommt Stabilisationsübung. Wir legen das Pad bitte nach hinten. Hinten kommen die Füße rauf, der Ballen. Und dann gehen wir in den Unterarmstütz. Jetzt marschieren wir. Leicht den Ballen anheben. Bauch fest. Genau. Das ist anstrengend. Atmet. Schön den Ballen lösen. Noch vier. Noch drei, zwei noch und stopp. Wir gehen in die Rückenstreckerdehnung. Tief ein- und ausgeatmet. Perfekt. So, ich lege mein Pad längs, habe wieder den Ballen drauf, gehe wieder in die Stabilisation. Und dann tippen wir das rechte und das linke Bein zur Seite. Tipp. 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 Ich muss mal gucken, ob ihr das richtig macht. Ja, da ist noch Luft nach oben. Kommt noch weiter. Tipp. Tipp. Kommt. Und stopp. Prima gemacht. Sehr schön. So, wir legen das Pad
Jetzt mittig auf die Matte. Konzentrieren uns jetzt auf die Rückenmuskulatur. So, die erste Übung ist mal ganz einfach, ne? Wir müssen uns auch langsam rantasten. Schaut. Der Brustkorb ist frei. Ich löse beide Beine. Und die Beine bewegen sich gegengleich auf und ab. So, damit beginnen wir. Sehr schön. Jetzt bleiben wir in dieser Position. Ziehen die Arme nach hinten. Und die Arme bewegen sich Richtung Körper in Spannung. Wichtig ist, dass sie ein Doppelkinn zieht. Genau. Das ist Koordination, ne? Die Beine gehen hoch tief und die Arme bewegen sich Richtung Körper. Schön in Spannung. Genau. Noch 4, 3, 2. Und stopp. Stirn abgelegt. Becken kippelt. So, jetzt verändern wir den Hebel. Das bedeutet, wir ziehen die Arme nach vorne. Die Arme bewegen sich jetzt auch gegengleich, wie die Beine. Das Becken. Hoch. 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 Noch 4, 3, 2 und stopp. Greif beide Knie und beweg die Wirbelsäule auf und ab. Richten. Genau. So, letzte Übung. Wir legen uns auf das Pad. Tipp, tipp, tipp. Kinn auf die Brust. Genau. Tipp. Drück mal so den Lendenwirbel. Ins Pad, tipp, tipp. Tipp, 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 tipp. 4, 3, 2, jetzt. Hopp. Gegen gleich. Zieht Handferse. Hängematte.
Hinten die Fersen auf, die Ballen aufgestellt. Kommt in die Hocke. Oberkörper aufrecht. Ellbogen geht nach hinten. 1, 2, 3. Nach oben gedrückt. Arme, Beine ausgeschüttelt. So, das war's. Eine halbe Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Ich sage vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr beweglich bleibt. Geht an die frische Luft. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.